Wer schon mal in Südamerika war, weiß, dass das alles ein bisschen anders abläuft, dass es ein bisschen unorganisierter ist. Mit der Hygiene ist es teilweise ein bisschen anders. Also ist schwer, die Olympischen Spiele miteinander zu vergleichen. Ich meine, mit London hatten wir europäischen Standard, das war was ganz anderes. Deswegen, aber wie gesagt, es sind Olympische Spiele, der Spirit ist hier überall. Man hat ein tolles Feeling, ein tolles Miteinander, untereinander mit den ganzen Sportlern. Also insofern kann man sich da gar nicht beschweren. Vierten Spiele, viertes REC-Finale, also ist einfach ein Traum. Ja. Hätte ich gar nicht mit gerechnet nach den letzten Wochen und Monaten. Deswegen umso schöner, dass das jetzt geklappt hat und ich freue mich einfach drauf. Ich hatte zwar die beste Vorwertung, aber im Finale geht es wieder bei Null los. Ich muss als Erster anfangen, das ist auch eine schwierige Situation. Ist einfach noch dann, ja, viel Spielraum halt auch für die Kampfrichter. Ja. Wir werden von Menschen bewertet, das ist dann immer ein bisschen subjektiv. Da muss man einfach abwarten, wie es jetzt kommt. Das wäre natürlich nochmal wunderschön, aber auch wenn nicht, wird das kein Drama für mich sein, weil es einfach so toll ist, jetzt nochmal hier dabei zu sein, in dem Finale zu stehen. Und alle müssen halt auch kapieren, dass es nicht immer nur um Medaillen geht. Natürlich träumt jeder Sportler, das ist klar, sonst wären wir nicht hier. Aber auch so ein Finaleinzug und einfach dabei zu sein, ist schon ein toller Erfolg und das sollte man einfach nie vergessen.